Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Almost Daily, denn heute spielen wir Wer bin ich? Und das gilt nochmal für den Budi. Wer bin ich? Nicht was. Wer oder was bin ich? Wäre lustig. Oder Budi, wenn bin ich? Das auch wenn du darfst jetzt nicht 13:29 Uhr raufschreiben. Also nicht? Warum bin ich? So ein bisschen philosophisch. All diese Varianten, so lustig sie sind, machen wir nicht. Schade. Sondern nur, wer bin ich? Eine fiktive oder reale Figur aus dem Zeitgeschehen. Und jeder schreibt für seinen linken Tischnachbarn. Bist du sicher, dass wir nicht auch Objekte nehmen sollten? Für seinen linken Tischnachbarn auf den Zettel einen Namen, gut leserlich. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Gregor sagen. Klebt ihn seinen Nachbarn links auf die Stirn. Der darf es natürlich nicht lesen. Es zählen weder griechische Lokalprominenz, es zählen keine Ni No Kuni-Charaktere, generell keine Charaktere aus asiatischen Rollenspielen. Und was ist, wenn ich jemanden finde, der alles drei gleichzeitig ist? Oh, ist schwer. Ja, der Feind hat drei No-Gos in sich. Was bedeutet das? Das hebt sich auf. Das hebt sich alles auf. Drei No-Gos gleich. Minus gleich japanisches Rollenspiel. Ja. Verdammt. Wie schön, dass ich es gleich weiß. Ich weiß es gelesen. Hat es gelesen? Nein. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Achtung. Lass den Moment für dich schreiben. Mann. Autogenes Schreiben. Autogenes Schreiben. Kleb nochmal. Okay. Oh, ich weiß, was perfekt ist. Und dann vergessen und damit raus. Dreh dich doch mal Richtung... Du darfst. Ich darf. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht kannst du einmal in die Kamera gucken, damit die Leute es lesen. Hör auf, Alter! Ich darf gar nicht gucken. Mach das so, dass ich nicht sehe. Ah, der Nils, ne? Der Nils. Guck mich an, Nils. Dreams Weiter kann keiner so. Die Zeiten, als Labu noch was Frivoles hatte, als es noch Party war. Ich glaube, das müssen wir auch einmal kurz fixieren. Doch, ich finde, das ist jetzt schon... Ah, das war gar kein Tacker. Ja. So, ich fange schon mal an. Die Betonung liegt auf der letzten Silbe. Du bist ja dran. Na, mach mal. Also, darf ich nicht gucken? Na, ich überleg noch. Ich kann es dir ja nicht sagen. Nee. Aber ja, ich habe eben lange überlegt und ich glaube, ich habe das Beste von allen. Das Beste? Ja. Verdammt. Weil dann werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Naja, wir, der ist der Steinbeißer, nur derjenige, der es auf die Stirn kriegt. In dem Fall Budi. Wir sehen es ja alle, außer Budi. Ja, ich habe aber auch noch nie Was bin ich gespielt oder Wer bin ich? Das ist ein sehr kompliziertes Spiel. Ja, ich habe die Regeln nicht so cool wie Was bin ich? Viel Erfahrung. Achso, das sollte man vielleicht noch ganz kurz erklären. Pass auf, ich erkläre es nochmal. Ich bitte Simon, das anzutackern. Ja, okay. Schau weg. Ja. Hier ist so ein Aufkleber, Klebestreifen, den du brauchst, weil meine Stirn so männlich ist, dass sie ständig Schweiß produziert. Männlichen Schweiß. Ja, okay. Wir können es ahnen. Hier soll ich das nochmal treiben? Hast du jetzt irgendwie von Artist formerly known as Prince mich mal an. So simpel drauf mich gemacht? Mal hier. Ja, ich guck dich doch an! Ich muss noch nachschreiben. Ganz kurz nochmal zur Regelerklärung. Jeder darf Fragen stellen, zu seiner Ergreifung oder zur Erratung seiner Figur führt. Man darf so lange weiterfragen, solange die Gruppe mit Ja antwortet. Aber sobald nein, es ist der Nächste dran. Ich glaube, dass er mit seiner Stirnsensibilität gerade die Buchstaben, die Budi gezeichnet hat, ertastet hat. Bist du sicher? Ich glaube nicht. Ja, so, da. Meine Schweißdrüsen haben das analysiert und leiten es jetzt durch den Körper. Simon, schreib drauf und kleb. Ja, ich brauche hier. So. Fertig? Ich geb dir. Ja, warte, halt. Das ist geil, meine Augen sind einfach komplett geöffnet, nur ihr kennt es da draußen nicht. Kaum ist mal ein bisschen Sonne da. Schön richtig festkleben. Aber wie süß wie okay, du bist James. Du kannst die Augen wieder aufmachen. Was ist mit diesem pinken Ödel? Oder ist hast schon du, den Ödel hast du drauf. Den Ödel hast du auch schon drauf. Ja, guck mal weg hier. So. Sieht so ein bisschen aus, so wie so ein. Mit diesem Neonrosa, wie so ein. Aerobic-Schweißband aus den 80ern. Ich könnte auch in der Gang in Miami in den 80ern sein und dort. Hättest du aber auch ohne das Ding. Ja. Das sowieso. Du brauchst eh Ledersachen. Du brauchst mehr Ledersachen, Gregor. Ledermaffer. Ja. So ein Lederkeppi. Nicht nur eine Niete. Weggucken. Nicht nur eine Niete im Leben, sondern auch eine Niete an der Jacke. Mehrere Nieten. Warte. Ich bin mal gespannt. Hier, du musst. Warte.
Sag mal, hast du den falsch geschrieben, Budi? Den? Heißt der nicht anders? Nee, das ist schon richtig. Ey, Budi muss einen neuen Charakter nehmen, weil Simon in seiner Verplantheit gerade verraten hat, dass es sich um einen männlichen Charakter handelt, womit er schon mal einen Startvorteil hat, weil du sehr doof bist. Heißt die nicht anders? Okay, komm, dann hat er halt eine Frage, wo er halt sagt, ist mein Charakter männlich? Und dann sagen wir dann ja. Okay. Arsene, mir ist egal. Als ob er darauf kommt, ich glaub's. Als ob er darauf kommt, du denkst auch noch laut. Los. So, Simon fängt an. Das ist schon mega spannend. Ist mein Charakter fiktiv? Nein. Ne? Was heißt das? Was heißt Das heißt, dass er sich sehr gut auskennt. Dass ich mich sehr gut auskenne, heißt das ja. Also er ist nicht fiktiv. Er ist nicht fiktiv, nein. Okay. Nein, du bist nicht. Nein, doch, du bist dran. Alles cool. Cool. Alles cool. Also erst kriege ich Gregor und dann bin ich auch noch Letzter, oder was? Ja. Bin ich Mensch? Nein. Bin ich eine fiktive Figur oder gibt es mich. Also, keine ich oder Frage. Ja, stimmt. Bin ich eine fiktive Figur? Ja. Ja. Aus. Bin ich aus einer Serie? Ja. Ja. Achso, ja. Ja. Mit Nein meinst du ja. Ich mag dieses hervorragende Mikrofon. Nein. Hat sowas. 17 bitte 49. Bin ich aus einer Zeichentrickserie? Das ist. Korrekt. Nach der Werbung werden wir diese Information. Doch, das ist gut. Jetzt kommt Werbung. Ja. Haben wir noch nie gemacht, gell? Werbung anmoderiert. Machen wir jetzt. Aus gutem Grund. So. Bin ich männlich? Nein. Nein! Ja! Echt? Ja! Ich kenne die Figur nicht. Ich kenne offensichtlich die Figur nicht. Ich hätte jetzt auch weiblich gesagt. Ja. Das ist interessant. Also nicht hundertprozentig sicher. Okay. Ich würde jetzt gerne mal euch fragen, was genau diese Figur ist. Nein, kann ich ja nicht. Gut, Gregor bist. Okay, bin ich weiblich? Ja. Ja. Kann ich dich nochmal sehen? Ach so, es geht um die Frage, sorry. Das sind meine Wangenknochen. Ja, weiter. Bin ich eine reale Figur? Ey, spiegelt sich das in meiner Brille? Was? Nein, du sollst jetzt nicht gucken. Ihr beiden, spende überhaupt, spiegelt ihr euch beide? Ich sehe nichts. Also. Du spiegelst sie auch, wenn du Gregor anguckst. Ihr müsst alle eure Brillen absetzen. Brillen absetzen. Ich kann auch absetzen. Setz ab. Nein, ganz ehrlich, man sieht nichts. Man sieht wirklich nichts. Ist ein bisschen besser so fast schon. Muss ich euch nicht sehen. Okay, was war die Frage? Bin ich eine fiktive Figur? Nein, tschüss. Moment, wie? Nein. Ist er eine fiktive Figur? Ja. Hast du Antwort, gefragt? Ja. Moment, was hast du gefragt? Ich habe gefragt, bin ich eine fiktive Figur? Das ist korrekt. Ja. Ja. Aber nur ganz knapp. Spiele ich in Filmen mit? Ja. Ja, wie willst du denn sonst eine fiktive Figur sein? Ja, könnte ja auch aus einem Buch sein. Weißt du, alle Bücher wurden schon längst verfilmt. Alle. Hör auf, meine Informationen. Los jetzt, weiter. Okay. Auch mehr, der Untergang. Spiele ich was anderes. Hauptsächlich in Actionfilmen mit? Gibt es da ordentlich Action? Ja. Ja, ja, aber ein wackelndes Jahr. Ja. Okay. Finde ich. Oh. Hm. Gut. Sonst hätte ich was anderes gefragt jetzt, aber dann nehme ich mir was vorweg. Es ändert natürlich alles. Es ändert. Kompletter Matchplan ist durcheinander gebracht. Ich hatte so eine Roadmap vor mir gestellt und jetzt muss ich leider meine Consultants nochmal anrufen. Ja, ja, ja. Ja. Habe ich für, oder die Darstellung meiner Rolle, hat sie Awards gewonnen, Oscars? Nein. Das ist ja so eine dumme Frage. Was? Vielleicht. Achtung. Bin ich ein fiktiver Charakter? Nein. Ey, das ist so lächerlich. Ich warte jetzt 10 Minuten, 20 Minuten warte ich. Und dann sagt ihr einfach nein, oder was? Ich muss die Frage umstellen. Bin ich nicht ein fiktiver Charakter? Nein. So. Also ich weiß bereits, ich bin ein realer Charakter. Das ist interessant. Bin ich ein Musiker? Nein, tschüss, du bist dran. Ich bin kein Mensch. Ja. Ja. Also okay. Stellst du jetzt dieselbe Frage? Ich muss nur sicher gehen. Einfach noch mal. Ja, genau. Ich muss nur sicher gehen. Okay. Er sammelt also, ja. Genau. Okay. Also ein Mensch bin ich nicht. Ja. Bin ich ein Tier? Nein. No. Nein. Weil nächster. So schnell? Ja. Bin ich geschlechtlos? Nein. Achso, der Charakter. Den Gag machen wir heute noch. Ja. Ja. Falls ihr ihn beim ersten Mal nicht gehört habt, den Nils hat ihn noch ein paar Mal parat für euch. Warte mal, wie viel habe ich davon? Ja, I got a bag full of gags. Spiele ich in einem Film von Quentin Tarantino mit? Nein. Alter, das war jetzt auch sehr detailliert. Vielleicht einfach, mir war das blaue, ne? Ja. Ich bin ein realer Charakter. Ja. Entschuldigung, was war die Frage? Nice. Was war die Frage?
Ich bin, ich bin ein real existierender Charakter. Okay. Lebe ich noch? Ja. Ja, ich lebe noch. Bin ich männlich? Ja. Ja! Bin ich entweder Amerikaner oder Europäer? Keine Oder-Frage. Wie, was? Natürlich, ihr rafft die Frage nicht. Bin ich entweder Europäer oder Amerikaner? Ja. Nein, da kannst du ja fragen, bin ich der oder der? Nein. Ja, und ist doch klar. Nein. Eigentlich so unfragen. Also ich bin weder Europäer noch Amerikaner. Nein, du darfst doch die Frage nicht stellen. Du darfst die Frage nein, so keine nicht oder Frage. Ein Land. Das ist doch Schwachsinn. Wo kommen diese Regeln her? Ich grenze aus dem Gebiet ein. Die haben wir jetzt gerade erfunden. Okay, ihr wollt es so. Okay, komme ich nicht aus Australien? Ich weiß es nicht. Ja? Moment, komme ich nicht aus... Ja. Aber jetzt komme ich nicht aus Afrika. Oh. Ihr wolltet es so. Ihr wolltet mir die Frage nicht beantworten. Komme ich nicht aus Afrika? Du kannst hier nicht die Runde theorisieren, nur weil die Regeln nicht so sind, wie du es gerne hättest. Nee, ich stelle das jetzt so, wie ihr das geregelt habt. Ja, aber ich will jetzt Regeln nicht... Sind ich warte nicht alle 180. Ich wollte nur wissen, ob ich Europäer oder Amerikaner bin. Ja, du bist einer von den beiden. Dankeschön. Ich habe sie jetzt abgekriegt. So, und ich lebe noch. Kennt man mich aus Medien? Ja. Okay, das heißt, war ich mal Film oder Fernsehen zu sehen? Ja. Ja. Okay, war ich mal in einem Kinofilm? Nein, nächster. Obwohl, das stimmt. Oh ja, doch, ihr habt recht. Aber na gut, ich revidiere mein Nein. Aber man kennt mich nicht ausschließlich aus Kinofilmen, das heißt, ich bin auch in Serien oder Film. Serien, ja. Ja. Aktiv. In gewisser Weise. In gewisser Weise, ja. Das ist ganz gut. Ja. Bin ich die Hauptperson in der Produktion? Also, ja, das sind so schwierige Fragen. Das ist echt schwer zu beantworten. Das kann man nicht so sagen. Ich würde auch fast sagen, ja. Oh. Na, ich finde, das ist schon, also für mich wäre es nicht. Also, es hängt vom Betrachter ab. Ja, genau, das ist gut. Aber geben wir dir, ja, der Simon verrät eh schon wieder zu viel. Sag ja. Ey, es soll ja auch Spaß machen hier. Nein, ja, wir kommen doch, es geht um Gewinnen. Stimmt, okay. Oh gut, aber ich bin ja ein real existierender Charakter, das heißt, ich bin Schauspieler. Ja, was erwartest du, ey? Ja. Aber also, okay, ich verkörpere mich selbst. Ja. Ja. Was? Naja, komm, da ist schon was dran. Oft. Ja, nicht so Sachen sagen. Nee, ja. Ja. Nächste Frage. Man kann eher sagen, wenn es ja, wenn's mehr als 50% Richtung Ja ist, dann ist es ein Ja. Okay, das ist eine gute Regel. Okay, gut. Ja. Okay, bin ich Amerikaner? Ja. Ja. Warum nicht gleich die Frage? Weil ich ja. Ist ja gut, ich war doch Spaß. Es hätte ja auch ein Europäer sein können, der hätte Nein gekriegt. Zum Beispiel. Mach mal. Entschuldigung. Ich wollte nur wissen, ob, ja. So. Russell Crowe zum Beispiel ist kein Amerikaner. Das ist korrekt. Ja, mach mal weiter jetzt. Ich war kurz verwirrt. Okay, das heißt, ich fühle mich selbst halt so eingeschränkt jetzt dadurch. Genau, also läuft das, was ich, wo ich spiele, läuft es noch? Ja, das ist so dumm, weil heutzutage läuft doch alles. Okay, das frage ich anders. Das, was ich mache, wird nicht mehr produziert. Also es wird jetzt nicht mehr gedreht, sondern wenn das läuft, dann sind das wahrscheinlich dann Wiederholungen oder sowas. Entschuldigung, okay. Nein. Gregor hat Nein gesagt. Okay, für mich. Für mich okay. Simon ist dran. Okay, nur mal für mich. Ich bin real und ich bin kein Musiker, weil ich gehofft hatte, dass ihr Elvis nehmt, aber nein. Warst du wieder schön unoriginell, Nils. Das bin ich deine Lieblingsfigur geworden. Dann hätte ich sofort lesen können. Bin ich in Medien tätig? Nö. Nein. Wie nicht? Was bin ich denn dann? Gibt's ja nichts mehr. Ich kann noch, ne? Mhm. Bin ich kein Gegenstand? Was sind das für ein... Nein! In gewisser Weise. Ja, stimmt. Ja. Nächster. Ja, kannst du selbst gucken, was da jetzt die Antwort ist. Das war dumm, ne? Ja. Das war ziemlich dumm, ne? Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Okay. Ich bin viel schlauer geworden. Ja. Ich bin schon nah dran. Zeichen? Ja. Ich sehe eine Frau. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich habe auch noch keine einzige Frage bekommen. Bin ich menschlich? Eine menschliche Figur? Nein. Ach shit, ich muss es auch so machen wie der Nils. Bin ich nicht Mensch? Ja, okay. Aber lass uns nicht mal sein. Ich muss noch mal nachdenken. Bin ich kein Gegenstand und ihr habt Nein gesagt? Ja. Das heißt, ich bin Gegenstand. Und du bist gar nicht mehr dran. Ich weiß, aber ich muss die Antwort hinterfragen. Ja, wie? Ja, du musst ja aber. Ich wollte mal fragen, wer bin ich nochmal? Du Arschloch, los.
Bin ich noch am Leben? Kann ich das nochmal sehen? Nein. Wenn ihr mal drüber nachdenkt, dann ja. Nein. So oder so. Ja, also... Nee, eben nicht. Also, nee? Doch. Nein. Ja. Ich kann ja jetzt nichts sagen, weil dann... Aber so es gibt keinen Gegenbeweis. Doch, das Intro. Oh Gott. Simon, das ist so krass, ey. Ja, ihr seid nun mal alle so scheiße. Wie soll man denn? Ja, wenn doch nur mal... Es ist nun mal nicht... Es ist ein Nein. Es ist kein Ja. Ich sage... Ich habe den Namen geschrieben und ich sage ja. Okay. Du kannst es danach erklären, wenn wir die schreibst dir auch. Ach, dass die Leute sollen nicht schreiben, warum. Noch um mein Gedächtnis aufzufrischen, ich war eine fiktive Figur. Ja? Weil das hat sich jetzt geändert, oder was? Naja, bei all dem Kram hier kann man eine fiktive Figur. Ja. Gut. Und ich bin noch am Leben, aber ich müsste entweder relativ alt sein oder irgendetwas müsste mit mir passiert sein. Entschuldigung, ich bin kurz eingeschlafen. Wie man am Schnarchen gehört hat, vielleicht. Bin ich ein Vampir? Nein. Könnte aber sein. Also, es sollte immer unter den ersten drei Fragen sein, ja. Habe ich einen Eintrag bei IMDb? Ja. Den hat aber, den hast du auch. Also das ist jeder. Den habe ich jeder. Ja. Okay. Haben wir das, was der halt darstellt, was der produziert, haben wir das alle gesehen? Also geht ihr davon aus, dass wir das so... Ja. Hier am Tisch, ganz sicher. Okay. Oder? Ja. Sag doch, wenn es nicht stimmt. Ja, wenn du meinst. Ich gucke mir euch alle an. Es ist eine Serie, ja? Also hauptsächlich der Typ, also der, woraus der jetzt seine Relevanz generiert, das ist in der Hauptsache eine Serie. Nein. Nee, definitiv nicht. Okay. Es war schon wieder zu viel jetzt gesagt, gell? Das ist definitiv nicht. Schon definitiv nicht. So, jetzt kommen wir zu mir. Hat das, was ich mache, gesellschaftliche Relevanz? Ja. Es ist also, es hat Relevanz, ist aber nicht in den Medien. Wie kann das sein? Ja, ich denke auch. Das ist unmöglich. Medien zählt aber auch, nur zum Verständnis, keine Frage, dazu zählen Bücher, Musik, da zählt alles. Ja, ich Medien. Weiß, was Medien sind. Deswegen frage ich nochmal, um das zu bestätigen für mich. Okay, dann kann es ja eigentlich nur noch, bin ich in der Politik tätig? Nein. Aber was bleibt denn dann? Was gibt's denn außer Medien in Politik? Ja gut, ich habe mein 15. Nein kassiert. Ist gut, du bist dran. Nein. Bin ich irgendein Lebewesen? Nein. Diskutieren? Nee. Oh, das würde ich aber auch... Ja, aber ich meine, ich wollte mal Folgendes sagen. Da ist jemand, der fragt, bin ich kein Gegenstand? Und dafür kassiert er ein Nein. Dann fragt er quasi dieselbe Frage. Mhm. Und zwar, bin ich ein Lebewesen? Ja, aber genau das ist ja... Das ist der Twist. Das ist ja genau das Ding. Ja, frag was anderes. Bin ich vielleicht ein Lebewesen aus Amerika oder Europa? Nein, das war eine Spaßfrage. Ja. So was Dummes wird keiner fragen. Also... Ja, okay. Bist du in den Medien tätig? Ich bin kein Mensch, ich bin kein Tier. Bin ich ein Symbol? Nein. Für irgendwas? Nein, wirklich nicht. Ja? Sorry. Ah, okay. Könnte man entfernt sehen, Scheiße, ich habe vergessen, was ich als letztes gefragt habe. 50%-Regel? Ne? Ich habe gefragt... Bin ich ein Mensch? Dann eher unter 50. Ich bin nicht menschlich, habt ihr Nein gesagt. Dankeschön für die Zusatzinformation. Das heißt, ich wüsste, was du gefragt hast. Ja, danke. Ich bin also... Bin ich ein Fabelwesen? Also ein Wesen, das es nicht wirklich in der echten Welt gibt. Das hast du doch auch schon Nein. gesagt. Nein. Das bin ich nicht. Ich habe schon wieder verkehrt rumgefragt. Warte mal, du hast gefragt, bin ich ein Wesen, was es nicht in der Wirklichkeit gibt, hast du gefragt. Oder was hast du gefragt? Bin ich ein Fabelwesen? Bin ich ein Fabelwesen? Nein. Okay. Aber wir echt nicht? Nein. Dann ziemlich klar nein. Okay. Ich kann bei dir einfach nicht antworten, weil ich offenbar die Figur nicht kenne. Okay, gibt es von mir nur einen Film? Das ist nicht korrekt. Bin ich doch ein Vampir? So, jetzt alle durchatmen, jetzt kommt wieder Nils dran. Los, du, jetzt ein bisschen Geduld. Okay, aber ich lebe ja noch. So, das wollte ich nur mal mich rückversichern. Das hatte ich nämlich vergessen. Ich lebe noch. Ich bin männlich, bin ich unter 60 Jahre. Ja. Bist du sicher? Echt?
Ich weiß es nicht. Boah, ich würde sagen, auch an der Grenze so. Ich guck's kurz nach. Check es nach, ja. Ich bin mir nicht sicher. Danke, Nils, dass wir jetzt warten müssen. Schön, dass du wieder so eine tolle Frage gestellt hast. Ist auch nicht relevant, das Alter der Person, die dich darstellt. Ist ja auch offensichtlich nicht relevant. Voll ist es für mich relevant? Das Alter dieses... komm mal ein bisschen näher. Mach die Augen mal auf. Beinahe hätte ich was gesehen. Suchst du im Eintracht Frankfurt Forum, oder? Das ist automatisch die Startseite. Ja. Was sagt das aus? Ja. Hat mein Charakter verfügt über schnelles Internet? Nein. Okay, schnell weiter. Die Antwort wäre übrigens nein. Ey, stell eine andere Frage, Nils, jetzt. Nur Internet. Wie jetzt? Offensichtlich ist es nicht so eindeutig. Okay, verstehe. Also das ist genau. So, das wie, heißt, was? Er ist genau 60. Siehst du? Das zählt als Nein. Das zählt als Nein. Stell dir eine andere Frage, ausnahmsweise. Du hast diese Information gratis bekommen. Ja. Vielen Dank. Ja. Ich möchte mich bedanken bei der Runde. Vielen Dank. Okay, das heißt, aber ich spiele in das andere Alter sein können. Ich spiele in einem Ensemble sozusagen. Das heißt, ich bin nicht die einzige Figur, sondern ich habe noch Leute um mich rum, die auch regelmäßig irgendwie so. Okay. Shit, ey. Und das, was da passiert in dieser Serie oder in diesen. Hat das Medien. In diesen Medien sind das fiktive Geschichten? Ja. Oh fuck, ey, spielt sich selbst in verdammt nochmal fiktiven Geschichten. Mein erster Aber Gedanke es sind schon alltägliche Geschichten. Also es sind wirklich fiktive Geschichten. Ja, es sind wirklich fiktive. Also ich muss die ganze Zeit an den Typ denken von Curb Your Enthusiasm und ich habe jetzt den Larry David. Nein, du bist nicht Larry David. Das war keine Frage. Das war doch mal ein bisschen gefragt. Das war nur eine Frage. Er hat laut gedacht. Dankeschön, ich habe laut gedacht. Und jetzt hast du schon. Er hätte es vielleicht gefragt, wenn du sie nicht vorweggenommen hättest. Shit, ey. Und die anderen Charaktere da, mit denen er sich umgibt, spielen die auch sich selbst? Nein, eigentlich nicht. Nein. Simon. Achso, wir waren beim Nein. bin ich ein Lebewesen? Ja. Ich meine, ja, ist mein erstes Jahr. Habe ich ja sehr geschickt gefragt. Okay, jetzt. Bin ich männlich? Ja. Männliches Lebewesen, nicht in der Politik. Gut eingeschränkt. Nicht in der Medienwelt, nicht in der Musik, nicht in der, sogar aber gesellschaftlich. Oh. bin ich noch am Leben? Nein. Nein. Ich bin nicht mehr am Leben. Das ist korrekt. Deswegen habe ich auch keinen Einfluss mehr. Kennen alle Leute hier am Tisch mich? Ja. 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 Kann man über mich was in Medien, also auch nachwirken, in gewissen Büchern lesen? Hä? Was ist das denn für eine Frage? Was ist denn eine Frage? In Büchern? Kann man über mich auch nachwirken, doch etwas in Medien? Meinst du jetzt? Also wurden über mich Geschichten geschrieben? Oder, und verfilmt eventuell? Ja. Ja, okay, natürlich. Wie natürlich? Als ob ich weiß, wer ich bin. Ich dachte, jetzt schon geklärt, dass, dass du... Nee, okay. Hallo, nur gedanklich, war keine Frage. Aktuell bin ich kein Mensch, kein Lebewesen und kein Tier. Das ist schwierig. Ja, habe ich gut gemacht, gell? Habe ich gut gemacht. Oh Mann. Bin ich tot? Bin einfach nur tot. Bin ich tot? Nö. Nein. Also von allen Sachen ist er das nicht. Okay. Man, what the fuck, ey? Also kein Fabelwesen, sondern ist aber aus einer Comicserie. Die Serie ist nicht eine japanische Serie. Ja. Ja. Warte. Ja. Ja, ne? Ja. Musst du kurz sicher gehen. Die Serie ist nicht... ist die Serie eine europäische oder amerikanische Serie? Diese Information ist korrekt. Danke. läuft diese Serie... oder wird die noch produziert? Ich würde sagen, nein. Nein. Nee. Gregor? Und, spiele ich die Hauptrolle in meiner Filmserie? Nein. 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 Bin ich dunkelhäutig? Nein. Also bin ich, wenn ich in der Sonne war, habe ich einen braunen Teint? Nein. Du bist so schlecht.
Nein, du bist ja, dran. Ja, aber sind die Dermatologen von jedem Einzelnen hier, der irgendwie auf der Stirn klebt oder was? Das ist schon eine dumme Frage. Bin ich im weitesten Sinne zur Dunkelhäutigkeit fähig? Eventuell auch eventuell später durch Transplantation, Hauttransplantation. Ja, theoretisch jeder. Oder ja. Krankheit, die im Spiel. Ja, aber wir waren bei einem Nein. Okay. Oh Mann, ey. Hier soll der Anwalt sein. Habe ich geherrscht in Form von Herrschaft oder Gesetzgebung? Nein, nee. Außerdem eine Oder-Frage, oder? Ja, aber ich meine, ich wollte herrschen definieren. Also ich habe nie irgendwie chefige Ansagen gemacht. Das Nein ist auch gefallen an dieser Stelle. Bitte weitergehen zu Daniel Bullmann. Ich hasse dieses Spiel. Ich auch. Ich hasse es. War das eine Frage? Gibt es Geschichten über mich? Das ist nicht dein Ernst. Das ist doch gerade schon geplant. Ja, ich weiß, muss mir nur sicher gehen. Hallo, ich habe alles vergessen. Ich fange wieder bei minus 12 an. Oh Gott, das seht ihr nicht. Das dauert ewig. Nee. Ja. Also es gibt Geschichten. Jetzt bitte gewinnen endlich. Ja, echt, ey. What the fuck? Habe ich was mit Essen zu tun? Nein. Schade. Nee. Ich werde in einer Serie nicht mehr produziert wird. Eine Zeichentrickserie. Ist es eine. Nee. Ist es eine Zeichentrickserie, in der es viel Action gibt? Boah. Ich würde eher sagen nein. Mm-mm. Nein. Nein. Interessant. Nein. Hm. Bin ich Mutter? Ja. Moment. Nee. Nee. Na klar. Nein. Hä? Was? Nicht verwechseln. Nein. 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 Okay. Ihr wisst da draußen. Ihr wisst Bescheid. Mache. Ist das... ja. Durchaus zur Belustigung, zur Bespaßung eines Publikums... Ja. Ursprünglich mal gedacht gewesen. Ja. Und auch in der Form eventuell partiell funktionierenderweise. Ja, das kommt. Ja. Also ist Comedy. Nein. Tschüss. okay. Wir haben geklärt, ich bin menschlich, ich bin nicht mehr am Leben, ich bin, oh Gott, ey. Wir gehen die Fragen aus. Ich kann das gar nicht eingrenzen. Ich war offensichtlich nie wichtig. Und ich bin aber Mensch, männlich. Ja, ich frage mich gerade, wie man überhaupt irgendeine Relevanz erringen kann, wenn in keinem Gebiet dann. Ist doch kein Gebiet mehr übrig. Was mit Schlammcatchen? Hast du noch gar nicht nachgefragt. Das zählt, finde ich, zu Medien. Okay, das ist ein guter Punkt. Hahaha, ha, ha. Wenn ihr mir einen Fußballer übrigens hier drauf gemacht habt, dann verlasse ich diesen Raum, sage ich jetzt schon, gell? Ja, ist das halt so. Okay, wir haben einen Fußballer drauf gemacht. Bin ich im Sport tätig? Nein. Fuck. Ja, das ist gemein, ne? Ey, ich habe überhaupt auch gar keine Ahnung. Aber du könntest drauf kommen, sag ich mal so. Ich bin schon sehr weit bei mir. Ich könnte drauf kommen. Ja. Ihr seid euch sicher, dass ich diese Person kenne? Dieses Ding kenne? Ja. Ja, okay, ganz gut. Sicher. Okay. Stell dir mal. Mhm. Ist ja gut. Ich stelle auch diverse Fragen so. Bin ich aktuell relevant? Nee. Nein. Boah. Aber da steckt doch auch ein Wissen drin. Nee, danke. Du bist so ein Depp. Bin ich Alfred J. Quack? Nein. Nein. Der Alfred E. Quark, oder? Nee, Alfred E. Neumann war es. Alfred Jodokus Quack. Fuck, das hätte so geil. Passt, wenn ich jetzt. Wurde meine Filmserie nach dem Jahr 2000 produziert? Nein. Nein. Ihr wisst aber, worauf ich hinaus will. Er will immer wieder Worte haben dahinter. Nein. Das heißt, ich bin schon wieder dran und ich tappe im Dunkeln. Kann ich noch mal den Stift haben übrigens? Comedy. Wer hat denn den Stift? Hier. Also das, was der da macht, das erzählt aus dem Leben meines realen Charakters mit fiktiven Geschichten, das hattet ihr gesagt. Boah, ey. Das war ein Hinweis. Eine Zahl, die er aufgeschrieben hat. Mach nur Spaß, mach weiter. Achso. Okay, das heißt, ich bin
Kaukasier. Also so, was ist es hier so? Also, ich will nur jetzt eingrenzen, dass es kein Latino ist oder sowas. Es ist halt ein Weißer im Klassischen, wie man es so. Okay. Fuck it. Und er ist um die 60 und er macht irgendwas mit anderen Leuten. Da gibt es doch nur 4 von auf der Welt aktuell. Und die anderen 4 sind wir hier, ja. Ja. Und das ist auch logischerweise, oder nicht logischerweise, wir gucken ja auch internationale Produktion, aber das ist auch in Deutschland quasi zu sehen gewesen, immer noch, was auch immer. Ja, ja. Mhm. Also ganz normal im Fernsehen. Nein. Du bist. Wie? Nicht im bin Fernsehen? Bin ich aus dem. Nö. Du hast gefragt, ganz normal im Fernsehen. Nein. Ja, im Fernsehen halt. Nein. Aber ist es halt nicht im Fernsehen. Gut, du bist so ein Simon. Das waren jetzt 3-1 für Nils, oder? Der wird jetzt dreimal übergangen. Bin ich aus dem Bereich der Wissenschaft und Forschung? Nö. Nein. Hm. Ja, komm, Leute, jetzt ist doch aber langsam alles durch. Medien sind durch, gesellschaftlich. Sagst du nach jedem Nein? Das kam jetzt aber wie aus der Pistole geschossen. Ja, würde ich. Also, was gibt's denn noch? Es gibt Medien, Wissenschaft und Forschung, Politik. Was gibt's denn da noch? Ja, ist einfach alles. Eigentlich nichts mehr, eigentlich. Ja, aber was. Ja, du bist nicht mehr dran. Irgendein Firmeninhaber oder so. Das zählt halt auch in irgendeiner Form. Naja, egal. Deine was Wissenschaft und Forschung würde Bill Gates zum Beispiel aufzählen. Deine nur mal so. Habe ich was mit Religion zu tun? Ich habe keine Ahnung, nein. Was ich mache. Nein. Okay, nächster. Hilfst du mit deinen Fragen anderen Teilnehmern an diesem Tisch? Sag ich dir nicht. Ich finde es echt schwer. Ich habe überhaupt keinen. Also, ich habe auch null Ahnung. Das wird schon einfach Ewigkeiten dauern. Zeichentrickserie gibt es wirklich. Wird nicht mehr produziert. 2 oder 3 gibt es da, ja. Ohne Action. Ist es eine Zeichentrick. Es ist eine Zeichentrick. Oder es war unter anderem auch eine Zeichentrickserie. Ja. Ja. Und die lief auch hier in Deutschland. Ja. Ja. Und die richtet sich eher an Kinder. Ja. 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 Und finden wir die heute noch cool? Gucken wir die, würden wir heute noch sagen, ja, das war cool, das ist cool? Oder? Das kann ja jeder für sich selbst, aber. Dann reicht nein. Ein Nein reicht. Ein Nein reicht, ja. Nein. Okay, bin ich in Horrorfilmen dabei? Nein. 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 War es schon die Frage? Ja, ich habe da auch eine Frage rausgehört. Also wenn ich jetzt im Fragezeichen, wenn ich in Deutschland nicht im Fernsehen zu sehen war, aber das ist schon, also wir reden schon über Bewegtbild, ja? Ja. Ja. Dann bleibt ja eigentlich nur noch, was bleibt denn noch? Kino und DVDs oder sowas. Aber warum sollte eine DVD nicht auch im Kino, also im Fernsehen laufen irgendwann mal? Also bleibt ja eigentlich nur noch Kino, aber Kinofilme laufen auch im Fernsehen. Was gibt's denn da noch? Gibt's doch nichts mehr. Ja, das gleiche Problem wie bei allen anderen am Tisch. Der existiert einfach nicht mehr. Okay, als er angefangen hat mit dieser Geschichte, ist das länger her als, sagen wir mal, 2000? Ja. Ja. Okay, das ist älter als das. Viel länger her. Psst, es war ein ach komm. Ja. Mann, es soll auch Spaß machen. Wir werden sonst nie fertig. Boah, ey, das ist ja so lächerlich. Es ist keine Fernsehen, es ist keine Show. Also, es war aber, ey, aber. Oh! Aber er hat, also das wofür er seine hauptsächliche Relevanz generiert, das ist jetzt nicht ein einzelner Kinofilm. Das ist richtig, ja? Das ist richtig. Deine Fragen musst du, glaube ich, ein bisschen klarer stellen. Es ist echt schwierig. Das ist korrekt. Ist der zu. Gemäß dem Fall, dass er keine oder graue Haare hat, hatte er in seinen jüngeren Jahren blonde Haare? Nein. Wo? Das habe ich ja, zu schnell geantwortet. Nee, hatte er nicht. Nein, beziehungsweise wissen wir nicht. Nein. Okay, und schon kommt der Wichtigste hier am Tisch. Ich. Hat meine Figur, wenn sie nicht aus der Wissenschaft ist, wenn sie gesellschaftlich aber wichtig ist, aber in den die einzig wichtigen Sachen sind Wissenschaft, Forschung und Medien. Kommen Sie bitte zur Frage. Ja, ja, gleich. Also, wir haben alles ausgeschlossen. Das heißt, die einzige Sache mit gesellschaftlicher Relevanz wäre der ganze religiöse Überbau. Gut gemacht, Pudi. Ja. Ey, ich bin nur auf der Suche nach meinen eigenen. Ja, ja. Wovon reden? Ja, das ist cool. Ja, tu nicht so. Ja. Marco. Ja. Ich habe vorhin, wenn du das mal, als du irgendwas zu ihm, ich habe seine Frage gar nicht gehört. Aber es ist doch das Einzige, was noch übrig bleibt. Natürlich, du hast logisch. Mach weiter. Ja, natürlich habe ich logisch kombiniert.
Also, ich bin offensichtlich ein verstorbener, ja klar, männlicher Teilnehmer des großen Religionsrennens. Jetzt die Frage, welche Religion? Uiuiuiui, das wird aber schwierig. Oh Mann. Kann man meine Funktion in dieser Religion als Jünger beschreiben? Als was? Jünger. Jünger. Naja, nö. Saulus, Paulus. Nicht, oder? Nö. Ja, weiß ich ehrlich gesagt. Da kennt ihr euch nicht. Genau. Okay, ich kann die Frage umformulieren, okay? Ja, bestimmt, vielleicht irgendwann, aber das ist nicht das, wofür du bekannt bist. Okay, sind Sachen, die ich getan oder gesagt habe, niedergeschrieben worden? Ja. Ah, ich bin jetzt aber nicht Jesus. Nein. Moment, ich habe gefragt, ich bin aber nicht Jesus. Ja. Nein. Nee, du hast, jetzt verwirrt ihr mich. Du hast ein Ja verdient. Bin ich Jesus? Nein. Okay, nur damit wir das nochmal geklärt haben. Also, nein. Nein, er ist noch dran. Ich weiß. Okay. Wie jetzt? Du bist dran. Aber ihr habt doch gerade Nein gesagt. Ja, aber du hattest ja die erste umformuliert. Du hast deine erste ursprüngliche Frage richtig gestellt. Nein, nur akzeptiert, weil wir dich davor verwirrt haben. Weil wir was war denn meine Frage, auf die ihr Ja geantwortet habt? Du bist nicht Jesus. Du bist politisch tätig. Ach so. Stimmt, ich sollte die Fragen einfach auch lieber so formulieren. Ja, wäre vielleicht besser. Ja, aber dann nerv ich alle so wie der Nils. Das ist alle korrekt. Nervt. Das ist korrekt. Wir wollen ja alle Spaß haben hier. Nils ist ja der Einzige, der... du wirst übrigens nie drauf kommen. Ja, war mir klar bei Gregor. Was habe ich hier anders erwartet? Verdammt! Okay. Bin ich eine religiöse Leitfigur? Ja. Okay, dann haben wir also... Jesus haben wir weg. Das heißt eigentlich, was bleibt denn noch? Na klar, eine Menge. Mann, da bleiben so viele. Bin ich Buddha? Nein. Mal im Ernst, was, what the fuck, ey. Es ist wirklich easy. Im Vergleich mit meinem. Nee, meins ist schwerer als deins. Das ist ja schwerer. Das ist schwer als meins. Das ist meins. Das hätte ich nach zwei. Und es gibt nichts. Es gibt nichts Aktuelles über mich. Keine aktuellen Geschichten. Muss nur mal sicher gehen. Ja. Okay, gut. Es gab aber mal frühe Geschichten über mich. Ja. Mann, okay. Das haben wir doch alles schon hundertmal gesehen. Hallo, viel Blabla. Ich muss klarstellen. Bin ich ein Produkt? Wurde ich von irgendwem erschaffen, bin ich ein Produkt? Ja. Ja, aber das haben wir doch auch schon geklärt im Grunde. Ja, du musst auch nachfragen, mein Freund. Okay. Jeder Mensch und jeder Gegenstand ist ein Produkt und wurde von irgendwem erschaffen. Wenn es dich weiterbringt, danke, von mir vermutlich. Okay, bin ich. Ja. Bin ich nicht kommerziell? Wurde ich nicht erschaffen, um Geld zu generieren? Bin ich nicht kommerziell? Ja. Obwohl? Nein. Nein. Ich möchte meine Antwort zurückziehen und sie mit einem Nein ersetzen. Die Antwort ist ein Nein. Ich finde sie komisch, die Frage. Ich würde dir noch die Chance geben. Nee, gut, nein. Dann bin ich dran. Wächter der Regeln. Ist es eine Zeichentrickserie, die Mädchen gut finden? Also wenn das jetzt das herausstechende Merkmal ist, beantworte ich das mit Nein. Nein. Was kann das für ein Scheiß sein, ey? Okay, für mein Verständnis, weil ich längst wieder vergessen habe, ich bin die Hauptdarstellerin meiner Filmserie. Nein. Nee, das haben wir aber schon geklärt. Okay, ja, gut, aber weil zu meinem Verständnis. Sie, okay. Gestorben auf der Lande. Nur zu meinem Verständnis, ich bin männlich. Das ist korrekt. Ja. Okay, und dadurch, dass... Also ich bin ja nicht blond, das heißt, ich hatte nie Haare oder ich bin schwarzhaarig oder der rothaarig. Ich bin blond. Würde immer noch knapp auf alle zutreffen. Das ist ein sehr dünnes Eis Haarfarbe. Ey, das ist... Ich würde euch ja gerne fragen, wie ich dann in Deutschland zu sehen gewesen bin, wenn nicht im Fernsehen, aber das könnt ihr mir nicht beantworten, weil ihr wollt eine Ja- oder Nein-Frage haben. Gibt es irgendwie so auf DVD oder halt so auf... Mhm. Und das heißt, wenn man das in Deutschland gucken wollte, dann kommt man es halt nicht im Fernsehen. Das heißt, man musste sich das irgendwie anderweitig besorgen. Man müsste sich zum Beispiel eine DVD kaufen. Hast du diese DVD in deiner umfassenden DVD-Sammlung? Natürlich, nein. Nein? Das sagst du jetzt aber nicht nur, weil das ein Pornodarsteller ist und du das nicht zugeben willst, ne?
Du bist gar nicht mehr dran. Ich bin nur sicher, du hast gar nicht mehr. Was willst du sagen? Nicht mehr dran. Du hast Nein gezählt. Ist meine Figur aus dem muslimischen Glauben? Nein. Es gibt doch nichts anderes mehr. Nein, ich überlege. Naja, wir haben jetzt schon zwei der Hauptreligionen weg. Was ist denn mit. Und die dritte übrigens auch. Nihilismus. Kommt Nils eigentlich von Nihilismus? Also, wir haben jetzt die drei großen Weltreligionen schon mal weg. Da wird es wirklich eng langsam. Die Frage wenn ihr jetzt geht irgendeine über kleine Kackreligion genommen Daniel habt. Sorry, Bodemann. Dann weiß ich das vielleicht auch. Können wir vielleicht das Mikrofon von Herrn Simon Kretsch mal abstellen? So, ich muss auch fragen. Bin ich kein Fabelwesen? Oh Gott, das ist scheiße. Fabelwesen? Ich muss alles ausschließen. Ich weiß überhaupt nichts. Ich habe alle vergessen, was ich gefragt habe. Du bist kein Fabelwesen. Okay. Ja. Na komm, dann bist du aber auch ein Fabelwesen. Dann sind wir alle ein Fabelwesen. Also wenn es danach geht, sind wir alle Fabelwesen. Nee, also okay. Frag was anderes. Das kann einen auf die falsche Fährte locken. Aber okay. Gut. Ich bin kein Symbol. Wurde mit. Ich bin kommerziell, also wurde etwas mit mir beworben. Ich bin nicht Daniel der Zauberer, oder? Wurde etwas mit mir beworben? Ja, die Produkte, in denen du vorkommst, vielleicht. Wie genau soll man das jetzt. Bin ich. Ein Spielzeug. Also gibt es mich als Spielzeugform? Ach. Nee, also das ist jetzt nicht das, also ja, nein. Also ich könnte es mir vorstellen, ja, aber das ist nicht, wofür du bekannt bist. Das ist nicht die, das ja gut, aber das ist aber trotzdem, also man kann 50-50? Es sich überlegen, ja, ist möglich. Naja, frag was anderes. Das ist ja, jetzt aber, ich darf was anderes fragen. Es würde niemanden verwundern, wenn es Spielzeug gegeben hätte. Genau. Also, ja. Okay, alles klar. Ja. Bin ich asiatisch? Dazu möchte ich Nein sagen. Nicht alle sind Asiaten. Nicht? Aber ein sehr großer Großteil. Okay. Ey, ich habe auch. Ich ja, da haben wir ja geile Probleme. Wir können auch einfach aufgeben. Ja. Riesen 8 Stunden später. Nein, ja. Ohne Scheiß. Okay, Hey, jede fucking Figur aus einer. Also, der Simon hat gemeint, es könnte auch. Zumindest an der Grenze zum Fabelwesen. Ja, hätte ich. Also wahrscheinlich aber, irgendwas Sprechendes, eine Bin ich eine sprechende Form von. Nee, warte, formuliere ich das anders. Kann ich in der Serie kann ich sprechen, obwohl ich es in der echten Welt nicht könnte? Nein. Meine Filmserie hat nicht mit Zeitreisen zu tun. Nein. Warte mal, ach so. Nicht mit Zeitreisen. Nicht mit Zeitreisen zu tun. Ja. Ja. Immer diese Anti-Fragen, ey. Meine Filmserie ist nicht eine Komödie. Ja. Ja. Meine Filmserie ist nicht Sci-Fi? Nein. Nils? Meine Filmserie ist nicht Sci-Fi. Ja. Ja. Ach Gott, ist das alles schlecht. Ey, ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht kenne. Also, es ist ja albern. Also, wenn Eddie das nicht in seiner DVD-Sammlung hat, ist es eh nicht relevant. Also, es danke. Ist, oh, das ist ein Kompliment. Das ist nett. Er hat was Nettes gesagt, aber du kriegst von mir gleich ein Ja. Egal, was ich sage. Okay, ja. Bin ich Mao Zedong? Ja, ich bin Mao Zedong. Moment, bin ich Mao Zedong? Ich bin noch dran. Ich bitte, Abstand zu nehmen, jetzt vorzupreschen in dieser Situation. Dieses ist das mein echter Name? Ist also ich trage diesen Namen. Okay. Das heißt, dass der Shit ist ja schon. Ist ja mindestens in den 80ern. Das heißt, es ist wahrscheinlich irgendwas. Und wieso kenne ich das, wenn es nicht im Fernsehen wieso lief? Wieso ist der mindestens in den 80ern, wenn der Sebastian gesagt hat, der ist genau 60? Nein, nicht. Pass auf, mein Gedankengang ist folgender. Wenn das in Deutschland nicht im Fernsehen lief, ja, und dann kann ich das ja wahrscheinlich auch nicht in meiner Jugend kennengelernt haben, weil da alles, was ich in meiner Jugend kennengelernt habe, habe ich im Fernsehen sozusagen kennengelernt oder im Kino vielleicht. Und das ist ja, da nimmt es nicht die Relevanz. Das heißt, ich muss es später kennengelernt haben. Was habe ich denn bitte später kennengelernt, was aber schon ungefähr so aus den 80er Jahren, spätestens aus den 90er Jahren kommt in seiner Blütezeit? Was gibt es denn da? Was ich vielleicht jetzt in den letzten 10 Jahren kennengelernt habe, durch solche Dinge wie Internet oder Freunde, die einem Scheiße zeigen. Das ist doch die Frage, um die sich hier alles dreht. Nein. Entschuldige.
Das ist doch völlig lächerlich. Ich kann das ja gar nicht so lange kennen. Ich kenne alles, was so... Ich würde stellen eine Frage, Nils. Ja. Alt ist, kenne ich. Habe ich das in den letzten 10 Jahren erst für mich entdeckt? Nein. Was? Ihr seid ja verrückt. Du bist ja. Der Herr Morten, bitte. Okay. Männliches religiöses Vorbild, längst tot, nicht christlich, nicht muslimisch, nicht buddhistisch, kein Jünger. Was denn? Ja, ich fühle mich schon wieder angegriffen. Lass ihn doch einfach mal. Er fragt einfach nicht weiter. Er fragt nichts, ne? Ist das eine Frage gewesen? Ich mache gerade. Dann lass ihn doch bitte mal. Ich sag mal gar nicht. Gib ihm noch mal ein bisschen Raum, Etienne. Ja, aber wenn ich was falsch erinnere, müsst ihr mir das schon sagen, gell? Ansonsten hänge ich ja einfach auf einem Holzweg. Warum müssen wir dir das sagen? Ah, okay, also ich erinnere mich falsch. Okay, dann frage ich halt noch mal auf die langweilige Nils-Art nach allen Sachen, die ich schon gefragt habe. Ich bin nicht im christlichen Glauben verwurzelt. Nein. Ich bin nicht im muslimischen Glauben verwurzelt. Nein, es war ein Nein. Das Nein ist Daniel Budiman. Bitte übernehmen Sie das Wort. Ihr habt doch schon einen Moment mal. Nein, du hast nicht nach dem Christentum vorher gefragt gehabt. Natürlich. Nein. Hab ich. Du hast gefragt, ob du Jesus bist. Nein, ich habe erst gefragt, ob ich ein Jünger bin und dann, ob ich Jesus bin. Ja. Und ich habe aber auch nach dem christlichen Glauben gefragt. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, ich bin im christlichen Glauben verwurzelt. Okay. Okay. Sehr langweilig. Bin ich tot? Hatten wir das nicht schon? Nee, ich möchte. Nee, also ich glaube nicht. Ich weiß, über die Sterblichkeit gibt es keine Angaben. Okay, darf ich nochmal fragen? Ja, darfst du nochmal fragen. Okay, das ist ja zum Kotzen, ey. Ich weiß es nicht. Bin ich ein Waschmittel? What the fuck, ey? Leute, immer im Ernst. Du kreist doch mal das Gebiet ein, woher man dich kennen könnte. Mach weiter. Ich bin gleich schon wieder dran und ich habe immer noch keine Ahnung. Ja, wir können ja gleich mal so ein bisschen Tipps geben, damit es ein bisschen weiter vorangeht. Jetzt zum Beispiel. Ich gewinne nämlich gleich. Jetzt, wo ich weiß. Bin ich. Gibt es mich auch als Hörspiel? Mich gibt. Ja. Das trifft auf so vieles zu. Okay. Zeichnete. Bin ich ein. Nee, der kann ja sprechen, der Elefant. Bin ich. Aber so am Rande zum Fabel. Nee. Ich bin nicht Alf. Ja, du bist nicht Alf. Ich bin nicht Alf. Ich ist ja auch keine Zeichentrickserie, deshalb ist es eine total dumme Frage. Gibt's auch als Zeichentrickserie. Ja, aber ich bin nicht aus dem Universum von Bibi Blocksberg. Ja. Du bist ich bin nicht aus dem Universum von... Ha, so gehe ich jetzt einfach alle Zeichentrickserien durch. Toll, ne? Das ist sehr spannend für alle. Ja. Ich bin nicht aus der amerikanische Zeichentrickserie. Ich bin von Disney. Nein. Ich bin nicht von Disney. Zu spät. Okay, ich bin nicht Alan Ripley. Ja. Ich bin nicht die Mutter von Marty McFly. Ja. Ich bin, da ist doch noch jemand, ach ja, ich bin nicht Sarah Connor. Ja. Das gibt's doch sonst keinen mehr. Nee, das waren alle Frauen. Die diese Voraussetzungen erfüllen. Ey, wollen wir diese Nicht-Fragen eigentlich verbieten? Weil das irgendwie Habt ihr sie ja schon alle ausgereizt. Das stimmt. Aber beim nächsten Mal ja. Aber dann, ich bin ja dann noch dran, weil ich ja... Du bist korrekt, was? Du bist dran. Du kannst, noch, du kannst dich durch IMDb durcharbeiten mit dieser Frage, ja. Brauchst du ein Handy? Gleich. Aus Internet. Es gab von meiner Filmserie Remakes. Nein. Doch. Nein. Alter. Jetzt bin ich noch verwirrt. Daniel. Ja, aber der Begriff ist schon, den muss man, kann man drüber nachdenken. Nein. Okay, dann. Der Begriff ist eindeutig und es ist eindeutig falsch. Also gab es Reboots, cool. Ich bin mit dir. Ich brauche das gar nicht sagen. Ich fühle das. Diese tollpatschige Hilfestellung, die Leute permanent in diesem Spiel, außer mir, allen geben. So. Ich muss sagen, dass ich sauer bin, weil ich das Gefühl habe, dass das total bescheuert ist, was ich bin. Und dass ich das vielleicht nicht kenne. Und das macht mich irre. Du kennst es. Macht mich irre, ey. Und ich soll das schon so lange kennen und es lief nicht im Fernsehen. Ja, Motherfucker, wo lief denn das sonst? Da gab es doch kein YouTube. Ich
Ich würde so gerne einen Hinweis geben. Ja, ich würde auch gerne einen haben. Das ist eine gute Voraussetzung für einen Trade. Das ist so, so klar, das ist so klar. Los, komm. Nächstes Mal brauchen wir eine Eier. Ich fühle es. Okay, das war übrigens ein Tipp. Also, nur noch mal zum... Ach, ein Eier, ein Tipp. Das war ein Spaß vor allem. Ach, schade, ich dachte schon, das hat im weitesten Sinne was mit Eier. Aber beim nächsten Mal brauchen wir wirklich eine Eier. Also, wenn... das ist für mich bekannt, da bin ich der Einzige, der quasi sich selbst verkörpert sozusagen. Aber ich bin nicht zwangsläufig die Hauptperson. Also die einzige Hauptperson. Kannst du die Frage anders stellen? Da kommt, ja. Kommt doch, wer so formuliert, ja. So. Das heißt, ich bin, ja. Das heißt, ich spiele irgendwen. Ich wollte ja so schnell. Du wärst drauf gekommen jetzt schon, oder was? Weiß ich nicht. Ich würde anders fragen an deiner Stelle. Ich weiß nicht mehr, wie ich fragen soll. Also es ist ja nicht mal eine fucking Comedy. Ist es Doku oder Drama? Nein. Nein. Ey, weh, ich hab da mal gelacht. Das ist nichts zum Lachen. Das ist bittere Ernst, wirklich. Man könnte jetzt Tipps geben, aber lassen wir auf Kosten Gags. Aber ja, ja, ist ein nee. Ja, ey, was meinst du? Ja. Wie ich schon nicht gesagt hab. Ja, egal, du bist dran. Ach, hey, ich bin dran. Also nur nochmal, ich frage jetzt eine Sache nochmal, weil ich die einfach wissen will. Ich bin nicht einer der Jünger, weil das habt ihr mir vorhin nämlich als so beantwortet, dass ich keiner bin. Und, aber wir haben gesagt, wir sind uns nicht tausendprozentig sicher. Dass ich, du, ach so. Aber wir glauben nicht. Wir glauben nicht. Aber es, wir wollen nicht in die Bärenfalle der Lüge tappen. Ich glaube halt schon, aber 50. Siehst du, die Meinung, okay, wir wissen es okay, nicht genau. Deswegen ist das, möchten wir diese Frage nicht mit einem Ja oder einem Nein beantworten. Aber ich bin aus dem Dunstkreis Jesu. Das ist korrekt. Ja. Okay, ich fasse nur für mich zusammen. Ich bin nicht Jesus. Ich bin Jünger, wisst ihr nicht, weil ihr alle ungebildet seid. Alle, ich sag mal so, aber der Kopf ist Jesus und der Rattenschwanz sind ja die Jünger und danach interessiert sich ja keiner mehr dafür, was danach war. Wer da noch alles, ich war auch, nee, ist ja wurscht. Wenn du nicht unter den wichtigsten 20 warst, dann bist du irrelevant. Und Sachen von mir, die ich gesagt oder getan habe, tauchen aber auf in der Bibel, also muss ich ja eine relevante Person sein, also muss ich eigentlich einer der Jünger sein oder zumindest einer der Jünger. Bin ich, nee, Moment, ich bin nicht Maria Magdalena. Nein. Ja, ja. Ja. Ja, du bist okay. Nicht Mann. Aber du bist, ja auch du bist ja auch männlich. Das hast du schon erfragt. Manchmal, ihr scheint ja da manchmal einfach. Du bist immer noch männlich. Moment. Ich wurde laut biblischer Version von Jesus aber angequatscht. Im Laufe meines Lebens. Yep. Und habe für ihn gearbeitet, sozusagen. Ja. Ich habe sein Werk getan, was vieles natürlich beeinflusst. Ihr wart euch einig. Mhm. Ich bin nicht Pontius Pilatus. Ja. Ich bin nicht Gott. Ja. Ich gehe auch fucking alle Zeichentrickserien jetzt gleich durch, sag's euch schon mal. Ja, Moment. Ist mein Name ein Name, ja, das ist eigentlich eine dumme Frage, aber ist mein Name ein Name, der auch heute noch gegeben wird, Kindern und so? Ja. Ist es ein gängiger Name? Schon, ja. Hat das, was ich tue in dieser biblischen Geschichte, in diesem Märchen, hat das eine große Relevanz für den Rest der Gemeinde, der Gemeinschaft? Ja, könnte man sagen, es ist fast essentiell. Also ich glaube, dass das für relevant ist, ja. Aber ich bin jetzt ja auch kein Kirchengänger, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf. Ja, ist relevant. Er ist schon einer der religiösen, Schwergewichte. Ja. Schwergewichte. bin ich mit. Da würde ich jetzt auch euer. Ich habe ja selbst nicht so das krasse Wissen, da würde ich jetzt euer Wissen auch auf die Probe stellen. Am Ende kriege ich eine falsche Antwort. Welche Schuhgröße? Wie bei Buddy das immer ist. Dann bin ich noch verwirrt. Wir können auch länger machen.
sag's nur. Was denn, wir sind fast durch, oder was? Nein, wir müssen noch länger machen. Du bist der Erste, du bist ja ganz nah dran, jetzt mach weiter. Okay, bist Johannes der Täufer. Yeah! Du Spacko. Von schwer oder von was hast du das abgeleitet? Zum einen, weil ich immer so gemacht habe und dann habe ich ein R lesen und von ein T kann ich so, wenn du ich hast so beschissen? Nein, nein. Aber, nein, ja, ja. Es wäre auch, das muss ich ganz ehrlich sein, es wäre wirklich, ich hätte jetzt vielleicht noch zwei weitere Namen gewusst und das wäre es dann gewesen. Also ich hätte aber wann hast du denn angefangen zu bescheißen? Nachdem ihr mir gesagt habt, es ist was mit Religion. Ich meine, Hut ab, dass du es zugibst, aber es ist erschreckend. Also aber ja, ich kann nichts dafür, wenn ihr so, ich habe doch im Grunde nichts gemacht, außer gucken. Also meine Augen gucken nur mal. Es fällt ja nicht auf, kann ich das Gucken nicht verbieten. Das sind ja deine normalen Spasmen. Die ganz, ganz normal gucken die Augen so. Ja, vielleicht wollte ich gucken, da eine Fliege und die fliegt hier rum. Oh, schön habe ich ein T und R gesehen. Sogar wenn ich hochgucke, sehe ich das. Das R. Ich kann da nichts dafür, wenn du mir das Ding so falsch aufklebst. Du hast es mir vor die Augen geklebt. Junge, hat es geklebt. Und wir dann ist es nicht so schlimm. Aber, Jemen, bin ich ehrlich, aber ich wäre eh drauf gekommen, behaupte ich. Spätestens jetzt bald, weil ich meine, was ist, so noch, was ist denn relevant, außer die Kunde verbreiten und taufen? Das sind die einzigen zwei relevanten Sachen, die gemacht haben und sich umbringen lassen. Gibt eine Menge. Das sind die Sachen. So. Gratulation. Ja, aber wie gesagt, halt nur so, ich habe es auch nur jetzt gesagt, weil hier schon gemeckert wird wieder, weil wegen der Zeit. Wie, du wusstest das? Das ist die ganze Zeit, das ist einfach nur nicht geschehen, oder was? Nein. Ich habe geraten jetzt aufgrund, wie ihr mir versucht, das aufzudrücken. Ich habe doch, was soll ich denn noch zugeben? Ich habe doch schon zugegeben, dass ich beschissen habe. Ja, aber Augenbrauen sind weg. Ich wusste es erst jetzt. Sollen wir jetzt weiterraten oder auflösen? Und übrigens finde ich das wirklich gemein. Fast für auflösen. Nee, wieso denn? Bin ich halt einfach weg. Ich bin nervlich am Ende. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass das unfair war, weil ich habe irgendwie diese christliche Nummer, hatte ich für mich abgehakt und ab da war ich natürlich auf dem Holzweg und es liegt das an Geile euch. Ist, wir haben das ja aufgenommen. Wir haben es ja aufgenommen. Ja, zumal er auch Jude ist und danach hast du gar nicht gefragt. Übrigens. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen darf. Jesus übrigens auch! Haben wir. Ja, aber was hat es denn jetzt mit dem. Shocking! Ja, aber das hat doch damit jetzt gar nichts zu tun. Ja, weil du gemeint hast, ich habe doch auch einen Fall, ich habe nach Islam und nach Christentum gefragt. Was gibt's denn da noch? Buddha! Entschuldigung, dass ich mich gerade etwas aufrege. Ja. Aber immerhin, ich bin aufgrund eines T's und eines R's, bin ich immerhin drauf gekommen. So, würde ich auch mal sagen. Auch bitte Trantor, anfangen mit Endbuchstaben. R und Y. Ist es Paul der Trichter? Und ich? Was habe ich für Anfang und Endbuchstaben? Nee, warte mal, wir machen das jetzt als Tipp. Ja? Du hast H und E. Wollen wir mal gucken, ob ihr so gut seid wie ich. Okay. A und L. Und du hast, oh, das ist schwierig, weil das ist, es halt hängt davon ab, wie es draufgeschrieben wurde. Aber P und A. Okay, ich weiß, wer ich bin. Nein. Doch, Prinzessin Leia. Ja. Fuck. 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 Wenn du nicht dazwischen gekommen wärst, da wäre ich. Okay, wir sind beide die einzige Betrüger. Nein, was? Betrüger? Bist du Betrüger? Mit Hilfe Gewinner. Alter, nee. A und L. Jetzt aber macht's nicht, zerstört's nicht. Lass hier nochmal. Du hast gesagt A und L. Ja. Verdammt. Und ich kenne die Figur gar nicht. Fucking Leia. Jetzt hat Buddy's dran. Buddy's dran. H und E. Ja. A und E. Werde ich in einem Wort geschrieben? Ja. Ja. Okay. Machen wir nicht diese schicken Handys? Bin ich in einem Wort oder in zwei? Das hätte ich auch. Hey, hallo, ich bin dran, Junge. Ja, ich wollte es nur wissen. Dann kannst du gleich dran. Kannst du schon mal jetzt überlegen, wie die Frage formulierst, dass du ein Ja kriegst? In welchem Jahr? Ein Wort, H-E. Und der Rest ist immer noch ein großes schwarzes Loch für mich. Komm, jetzt ist es einfach. Frag doch mal ein bisschen spezifischer. Du musst spezifischer fragen. Ja, spezifischer, ja. Du weißt doch schon, dass ich mit Wissenschaft zu tun. Sogar sagen, aber ihr habt, wie viele Gegenstandssachen gibt es wohl? Ich weiß, wer ich bin. Wenn das ist, was ich bin, dann bin ich sauer. Weil ihr habt gesagt, das ist nicht für Mädchen. Hallo, lass mich. Lass mich. Das kann nicht sein. Das will ich doch kennen. Fuck. Lass erst mal Buddy. Ich finde es übrigens gemein, dass wir am Anfang Gegenstände ausgeschlossen haben. Scheinbar bin ich ein Gegenstand. Also wollte ich nur mal sagen. Das haben wir aber auch nie verneint. Ja, das stimmt. Das haben wir. Wir haben sogar gesagt, du bist quasi beides. Mhm. Mit H und E. Aber frag doch mal auf dieser Gegenstandsnummer weiter rum. Ja, ja, mache ich ja. Kann man mich im Haushalt gut nutzen? Nein. Oh Gott, ey. Oh Gott, nein. Ich habe null Ahnung, verdammte Scheiße. Ich bin nicht Ariel. Nein. Ja. 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 Ja, du bist ein wäre auch Disney. Aber die hätte ein A und L. Aber die wäre... erster Buchstabe A, letzter Buchstabe. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Eine Zeichentrickserie, eine Figur, die der Simon nicht kennt. Nein, ich sag die Figur. Ich kenne die Serie, ich kenne die Figur jetzt nicht. Ich wüsste nicht, welche Figur das ist aus der Serie. Aber ich
Ja, weil. Ja, okay, okay. Du kennst. Du bist doch schon aufgelöst. Du kennst sie. Ich sage ja nichts. Ich kenne sie halt nicht. Ich kenne die Figur. Wie spricht man das nochmal aus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Versuch du nicht hier dein. Nein, ich versuch sie so abzustempeln, weißt du? Bin ich Alben? Nein. Nein. Ja. Nils ist dran. Du kannst eins abbringen. Prinzessin Lea. Ich hätte jetzt auch gerne gewusst, ob das. Also, habe ich hier Vor- und Nachnamen oder was? Ja. Ja. Das heißt Vorname mit R und der Nachname N. Es kann nicht Ron Burgundy sein, deswegen ist es nicht Ron Burgundy. Oh, Ron Burgundy. Ja, aber Ron Burgundy wäre cool gewesen. Ja, ich habe schon ganz, aber es passt ja nichts auf dem, was ich gerade passt das ja auf den Rauf. Okay, heißt der entweder Rick, Ronald, Robert oder ganz Ron? Anders als Ron Burgundy. Ja. Was? Was? Hör einfach nicht auf ihn. Ene will dich jetzt nur verwirren. Ich hab gerade eine Frage gestellt, ne? Nein. Wie, was war denn dann die Frage? Das war die Frage. Du hast einfach Namen reinfiziert. Also wir haben nichts gehört. Ich möchte meine Frage wiederholen. Ja, bitte. Okay. Heißt ich entweder mit Vornamen Rick, Ronald, Robert oder Ron? Ja. Ja. Ich hab immer noch keine Ahnung. Ist es Rick oder Robert? Nein. Also Ronald oder okay, Ene, Buddy. Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin also ein Gegenstand und irgendwie trotzdem irgendwie männlich, menschlich. Bin beides. Nicht männlich, menschlich. Menschlich, ja. Sag ich ein, ja. Genau. Ich bin geschlechtslos sozusagen. Ja, ja. Bist ein Gegenstand. Okay. Dann bin ich irgendwie auch so ein bisschen kommerziell. Da habt ihr irgendwie überlegt, ich bin irgendwie ein Charakter. Okay, tauche ich in... ja, in Filmen. Hatten wir schon. Ja. Hatten wir aber schon. Gut, okay. Ja, ja. Geh doch einfach mal Filme durch mit Gegenständen. Ja, mach ja. Bin ich Computer? Nee. Oh, schade. Was wolltest du denn da? Was wäre das gewesen? Nee, wird auch anders geschrieben, aber hell. Aber es wäre so die Überlegung gewesen, so in die Richtung zu gehen. Oh, wäre auch nicht, wär gut gewesen. Ja, aber du bist mit E am Ende. Ja, weiß ich, deswegen sag ich ja. Aber er hat trotzdem lieber einfach mal lieber gefragt. Ja. Du gehst wirklich einfach nur aufgrund der... Ey, ich habe keine Ahnung mehr, was ich noch fragen soll. Kommt die Serie aus den 80ern? Ja. 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 Die, geht es, ist es eine Fantasy-Serie? Ja. Ja. Gibt es dort Helden? Was? Helden? Helden? Nee. In dem übertragenen Sinne ja. Nein. Also, ja, okay, mach was ihr wollt. Ja, aber, ja, okay, es gibt Helden. Es gibt keinen mit Schwert und Schild, so Held. Aber natürlich gibt es da. Okay, alles klar. Also doch, oder? Heldenhafte Person. Gibt ja, aber bin ich bei den Peanuts? Nein. Fuck. Ah, du kommst ja näher, du kommst ja also, warte mal, Ron und Robert waren die beiden Namen, die noch übrig sind. Das heißt, er heißt entweder Ron oder Robert. Ja. Shit, das ist lächerlich, ey. Versuch doch einfach mal, Nils, mach doch einfach mal so. vielleicht hilft das. Das Geräusch wird bleiben, ich hab klar. Ja, gut, ist mein Name Ron? Ja. Ja. Ja, das hatten wir doch schon, oder? Na gut. Ron Weasley kenne ich noch. Ron Burgundy, Ron... Ronja Räubertochter Ree. Ah, verdammt, der hat's. Ja. So, dann zurückdenken. Final Fantasy 3. Ron... Ist. Ja, du hättest früher drauf kommen. Ich hätte viel früher drauf kommen können. Ja, vor allem, dass du zuerst auf Ripley kommst. Ja, du hast wirklich drei Frauen durchgenommen. Ey, Buddy, kennst du den Menschen, der da auf meiner. Aber du weißt jetzt, was ich meine, gell? Du hast gefragt, lebe ich? Und das fängt an mit in einer langen Zeit, Galaxis weit weit entfernt. Also in der Vergangenheit. Sie ist ja nie gestorben in Filmen. Ja, und was ist bitte das Star Wars Remake? Es gibt diverse Adaptionen aus der gleichen Geschichte. Ja, natürlich, da gibt es. Card, die neuen Versionen, so. Eben, der Anime etc. Hättet ihr es geholfen, wenn wir gesagt hätten, es gibt ein Remake von Star Wars? Danke. Aber sie hätte sie geholfen, sie kriegt ja Zwillinge. Also, das war aber das hätte dir geholfen, oder? Sie kriegt Kinder. Das Zwillinge? Ja, das hätte dir geholfen. Aber sie ist eins von den Kindern. Sie kriegt keine Kinder. Wann denn? Rückkehr der Jedi Ritter küsst sie Han Solo. Da ist sie noch nicht schwanger. Das reicht aber manchmal aus. Und weiter geht's noch nicht als Rückkehr der Jedi Ritter. Bitte, warte mal. Aber in den Büchern kriegt man... Welche Bücher? Beginnt mein Nachname mit einem Konsonanten. Bitte was? Beginnt mein Nachname mit einem Konsonanten.
Beginnt er mit einem Konsonanten? Ja, er beginnt mit einem Konsonanten. Ich gebe auf. Schon mal kein Vokal. Büchern. Ja, du bist dran. Nein, ich bin noch dran. Ja, immer noch. Ja, ich habe schon seit einer halben Stunde nicht mehr hingehört. Du bist immer noch dran. Ja, also deswegen wahrscheinlich. Fängt mein Nachname mit S oder P an? Nein. 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 Ich habe auch keine Ahnung. Habe ich was mit Sci-Fi zu tun? Nein, klappt nein, zu. Nein. Ja, nee, ist halt nein, nein, kein Sci-Fi. Wie passiert das eigentlich? Bin ich aus South Park? Nein. Nein. Jetzt habe ich sie doch bald alle durch. Mein Gehirn ist leer. Ist einfach komplett ich leer. Ich muss die ganze Zeit an andere Sachen denken. Die Fragen sind manchmal auch an der Waage. Immer. Okay, Nils, frag doch nochmal. Fängt mein Buchstabe nicht mit K an. Er geht hier in den Buchstaben. Komm, wir lösen jetzt auf. Du bist Ron Jeremy. So. Wer ist Ron Jeremy? Alter, ey, verarsch mich. Ich kenne Ron Jeremy. Wer ist Ron Jeremy? Ich meine es ernst. Laber. Ey, komm. Ihr verarscht mich ganz im Ernst jetzt, oder? Wer ist das? Der berühmteste Pornodarsteller der Welt. Klein und das sieht aus wie Danny DeVito mit einem Riesenschlong. Ey, ihr könnt mich mal den Arsch lecken. Ich höre das hier. Fick ey, und Scheiß, das ist der bekannteste Pornodarsteller, den es ever gab. Sophia, hast du schon kennst Sorry, ich kenne Ron Jeremy nicht. Fühl mich verrückt. Sie sagt ja. Na gut, da Benefit of the Doubt. Okay, hören wir auf. Das ist wirklich lächerlich. Nee. Ja, aber wir haben jetzt. Okay, wir wissen, dass du gesittet bist und mit Pornos nichts anfangen weißt. Aber bei dir und dir ist immer noch. Gibt es ein Videospiel von mir? Ey, wie du mich in den Wahnsinn treibst, ich wusste, dass du so ein Scheiß bist. Alter, Ron Jeremy kennt doch jeder. Ja, deine Mutter kennt Ron Jeremy, weil die mit dem gearbeitet hat. Aber jeder kennt. Du musst ihn mal fragen. Ja, ich kenne ihn offensichtlich nicht. Doch, ich zeig den Bild und du kennst den. Ja, und ich weiß trotzdem nicht, wie er heißt. Vielleicht kenne ich das Bild, aber der ist doch nicht, wenn ich den Namen nicht kenne, was soll ich denn damit anfangen? Ja, aber er ist wirklich sehr bekannt. Okay, dann bist du halt einfach nicht up to date. Nächstes Mal nehme ich den Torwart von meiner Fußballmannschaft aus der E-Jugend. So, Richard? Ich kenne auch jeder. Ich dreh durch, Gregor, ey. Bei dir hackt's. Taube ich auch in einem Videospiel auf. Irgendeins. Nein. Ja, früher vielleicht. Nein. Könnte okay. sein. Okay, mach halt. Wir kennen nicht alle Spiele, aber wahrscheinlich Spark. Nicht. Finde ich aus Simpsons? Nein. Mann, ey. Obwohl ich, komme ich ursprünglich aus Amerika? Also diejenigen, die mich erschaffen haben, sind das Amerikaner. Nein, das ist nicht, oder? Nein, ich glaube, es ist Amerika. Du bist kein Amerikaner. Du willst wissen, wessen Produkt du bist. Ja, genau. Deswegen. Ich weiß es gar nicht mehr. Dann bist du gar nicht aus Amerika. Das meine ich nämlich auch. Also das Produkt kommt eher aus Deutschland. Das schon. Das war jetzt das ein guter Tipp wahrscheinlich. Bin ich eine Kartoffel? Ey, es ist sicher H und E und nicht H und R, ja? H und E. Okay, alles klar. Oh nein. Ja, wäre gut. Den hat sich hier keiner getraut. Nee, eben, ja. Nee. Bin ich aus... Den kennst du mal oder? Lieber den genommen. Den hätte Nils nach 2 Runden erraten. Ey, ganz ehrlich, das ist... Ich komm ey, hier ist sogar noch ein Haar. Wer Nils klonen möchte, kann das hier bekommen, wenn er in die Comments schreibt, Mensch, das war aber super, mach das doch bitte nochmal. Ja. Also, dann kriegt er dieses Haar und kann Nils klonen. Das mache ich. Ich gebe ehrlich jetzt mal einen Tipp. Ja, Es ist eine nicht ausschließlich Zeichentrickserie, sondern mit auch Zeichentrick. Inzwischen schon. Das ganz aktuell schon. Das hilft ihm nicht. Also die Antwort darauf ist nein. Aktuell schon. Mit Neil Patrick Harris. So, jetzt habe ich fast alles gesagt. Das ist fast alles gesagt. Ziemlich guter Tipp. Gargamel. Nee, ach mit A, ich spaß. Du spaßt. Komm, jetzt du hast noch eine Chance. Du hast jetzt wirklich die Chance. Wir geben auch ein bisschen Tipp noch. Ja. Aber stell jetzt keine dumme Frage. Ja, okay. Ich habe schon gesagt, der Gegenstand kommt aus Deutschland. Also. Ja. Es ist eigentlich schon, Mann, so viel ist da nicht. Wie viele Gegenstände kommen aus Deutschland. Mit H und E. Nein, so ist der Name, aber der Gegenstand ist... Wir hätten diese Buchstabennummer nie machen dürfen, weil die verwirrt die Leute am meisten. Wie viele... Mann! Filme mit einem Gegenstand aus Deutschland. Es ist nicht Dudu. Ja, danke schön. Welcher fucking Schlumpf... Oh, das war jetzt aber eigentlich der allerbeste Tipp, ja. Das war der allerbeste Tipp. Die hören doch alle mit Schlumpf auf. Die kann gar nicht mit L aufhören. Alter. Du Schwein. Ich hab's. So schlecht. Deine letzte Chance, ey. Nicht jetzt die letzte Chance. Komm, wir helfen. Das ist so schlecht. Mann, ich bin leer. Ich weiß überhaupt nichts. Aber sag dir was. Ja. Nein. Sag du gar nicht. Nein. Ja, dann hat er den Tipp ja auch nicht verstanden. Nee, wie kann man den Tipp Budi-freundlicher gestalten? Ihr seid sicher, dass ich es kenne. Das habt ihr ja bereits gesagt, ja.
Frag doch mal. Mach mal die Melodie. Ich weiß, wer kann die Melodie? Nee, ich kann nicht. Kann jemand die Melodie? Ja, nee, warte, ich gebe dir eine andere Melodie. Okay, okay. Jetzt fragt er gleich Michael Schumacher. Ja. Es ist nicht Michael Schumacher. Bin ich ein Fahrrad? Das ist so kurz nicht. Ey, Buddy! Ich fühle mich so doof, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich möchte lösen. Ja, mach, komm, Azrael. Ja. Oh, Alter. Wer ist denn Azrael? Ist das die Katze? Ja, die Katze von Gargamel. Ach, Herbie. Alter. Herbie? Ja, was, Herbie? Ja, was? Azrael, ihr Mann, ey, kennst du, gell? Hast du schon mal gesehen? Produkt, kommt aus Deutschland, ist ein Film. Warum hast du nicht mal näher gefragt? Habe ich Reifen? Ja. Zum Beispiel. Werde ich in einer Fabrik hergestellt. Oh, Herbie, aber ist gut. Wäre ich nicht dran gekommen. Oh, ja, warum hast du nicht gefragt, ob du sowas wie Charakter hast oder ein Bewusstsein? Weil ich meine, es hätte ja auch Nummer 5 sein können. Ja, oder? Mehr gibt's gar nicht. Ich bin nicht drauf gekommen. Kit, das sind die Kit? Drei Sachen. Ja. Fertig. Ich bin nicht drauf gekommen. Naja. Dieses Spiel mag ich nicht. Lass es uns nie wieder spielen. Let's never do that again. Ich fand es eigentlich ganz lustig. Hat sich vielleicht ein bisschen gezogen, was aber auch an der Dummheit von Jungs liegt. Hauptsächlich. Oder an der Ungebildetheit. Ich war ja ziemlich gebildet. Du bist auch nicht auf Astral gekommen. Ich war ja ziemlich gut. Aber ich kenne ihn wenigstens. Ja, hallo. Du, nächstes Mal macht Gregor, spielt Gregor für dich. Alter, ey, ich bin. Aber das Wichtigste ist, ich habe nur schreibt in die Comments, wer kennt Roger. Und wenn die Kamera aus ist, werde ich mit Gregor ins One-on-One gehen. So. Wir schalten ein. Lasst uns wissen, wie es euch gefällt, ob wir das jemals wieder machen sollen. Wir machen es trotzdem nicht. Täufer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ja.